Guten Morgen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir die wichtigsten Gründe für die eigene Anzucht von Sprossen zeigen und dir erklären, warum meiner Meinung nach jeder seine eigenen Sprossen ziehen sollte. Fangen wir auch direkt mit dem ersten Punkt an. Und das ist der enorme Vitalstoffgehalt der Sprossen. Sprossen sind wahre Nährstoffbomben. Sie sind reich an Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen, also an allen bioaktiven Nährstoffen, die man sich nur wünschen kann. Viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe werden nämlich erst während des Keimprozesses überhaupt erst gebildet, wenn wir den Samen also zum Leben erwecken. Der Gehalt an bestimmten Vitaminen im Vergleich zum ungekeimten Samen erhöht sich sogar um bis zu 500-600%, also eine enorme Steigerung. Sie haben eine deutlich höhere Vitalstoffdichte als die ausgewachsene Pflanze und unter allen Lebensmitteln sogar die höchste Nährstoffkonzentration pro Kalorie überhaupt. Das liegt daran, dass die enorme Ausbildung von Nährstoffen hauptsächlich während des Keimprozesses stattfindet. Wenn die Sprossen dann noch größer werden, bauen sie hauptsächlich Biomasse und ihre spätere Struktur auf. Aber die Nährwertveränderungen finden in dem Ausmaß nur während des Keimprozesses statt. Das bedeutet, Sprossen sind nährstoffreich, aber gleichzeitig auch relativ kalorienarm, weil die Samen ihr Volumen durch den Keimprozess auf ein Vielfaches vergrößern. Hinzu kommt, dass Sprossen die höchsten Bio-Standards erfüllen, weil sie komplett ohne Pestizide zu Hause gezüchtet werden können. Es hängt natürlich von der Qualität des Saatgutes ab, das wir kaufen, aber wir haben es eben selbst in der Hand. Wir können uns ja dafür entscheiden, die hochwertigsten Samen zu kaufen. Dann der zweite Punkt, die Verdaulichkeit von Sprossen. Warum sind Sprossen so gut verdaulich? Das liegt zum einen daran, dass Pflanzenschutzstoffe, sogenannte antinutritive Substanzen oder auch Antinährstoffe genannt, die den Samen vor Fraßfeinden schützen, im Rahmen des Keimprozesses abgebaut werden. Diese Substanzen sollen verhindern, dass der Samen von Tieren im ungekeimten Zustand gefressen und verdaut wird. Die Stoffe sorgen nämlich dafür, dass der Samen unverdaut wieder von dem Tier ausgeschieden wird und dann in dem Kot die optimalen Bedingungen vorfindet, um zu keimen. Ein Klassiker unter diesen Antinährstoffen ist die Phytinsäure. Dieser Stoff bindet Mineralstoffe und verhindert so, dass wir sie verwerten können. Erst durch den Keimprozess wird dem Samen ja signalisiert, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Wachsen ist und um die Antinährstoffe abzubauen, also ein sehr wichtiger Punkt. Dann werden während des Keimprozesses die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, vollständig aufgespalten, was unserem Körper viel Verdauungsarbeit abnimmt. Fangen wir mit den Kohlenhydraten an. Unser Körper benötigt ausschließlich reine Glucose. Wenn wir ihm zum Beispiel Stärke zuführen, muss der Körper diese lange Kette aus Glucosemolekülen erstmal enzymatisch aufspalten, bevor wir die Energie überhaupt nutzen können. Während des Keimprozesses wird die Stärke nämlich aus den ungekeimten Samen in Mono- und Disaccharide umgewandelt. Das sind kurzkettige Glucoseverbindungen, darunter zum Beispiel die Maltose, welche aus nur zwei Glucosemolekülen besteht und damit für den Körper optimal verwertbar ist. Genauso ist es mit den Proteinen. Die Proteine werden in die Aminosäuren und kurzkettige Peptide, also auch an kurzkettige Aminosäurenverbindungen zersetzt. Der Körper benötigt nämlich ausschließlich Aminosäuren, die er dann selbst zu Proteinen zusammensetzt. Und als letztes die Fette. Die werden in freie Fettsäuren zersetzt, die der Körper ebenfalls direkt verwerten kann. Wichtig im Zusammenhang mit der Verdaulichkeit ist auch der Enzymgehalt der Sprossen. Während des Keimprozesses beginnt der Keimling nämlich mit der Photosynthese. Das bedeutet, er benötigt Sonnenlicht und muss mit den Keimlingen um sich herum um das Sonnenlicht konkurrieren. Deshalb muss er schnell wachsen und es finden viele Stoffwechselprozesse statt. Ich habe ja auch gerade von der Umwandlung von Makronährstoffen gesprochen. Für diese Prozesse bildet der Keimling zahlreiche Enzyme aus. Die Konzentration an bioaktiven Enzymen ist zu diesem Zeitpunkt deshalb eben sogar am größten. Was haben wir von den Enzymen? Enzyme werden für viele biochemische Reaktionen im menschlichen Körper benötigt. So auch für die Spaltung der Moleküle im Rahmen der Verdauung. Und wenn wir Sprossen essen, nehmen wir die enthaltenen Enzyme auf. Bedeutet, Sprossen benötigen ja, wie erwähnt, sowieso schon weniger Verdauungsenergie, weil sie quasi vorverdaut sind und liefern gleichzeitig ihre Verdauungsenzyme mit, sodass unser Körper kaum noch Arbeit hat. Die gute Verdaulichkeit der Sprossen kann man also in drei Punkten zusammenfassen und begründen. Einmal der Abbau der Antinährstoffe, dann die Aufspaltung der Makronährstoffe und der hohe Enzymgehalt. Dann kommen wir zu Nummer 3, der Frische der Sprossen. Sofort nach der Ernte beginnen Pflanzen, Lebensenergie und wichtige Nährstoffe zu verlieren.
Wenn man sich dann überlegt, dass viel Obst und Gemüse im Supermarkt nach der Ernte durch die halbe Welt transportiert wird, dann noch gelagert wird und mehrere Tage im Supermarkt ausliegt und erst nach Wochen konsumiert wird, ist klar, dass die meisten Lebensmittel bei weitem nicht mehr ihren ursprünglichen Nährwert besitzen. Das ist an der Stelle übrigens auch ein guter Grund, auf regionale Produkte zu setzen. Eben nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Frische und damit für den gesundheitlichen Wert des Lebensmittels. Gegen den Nährstoffverlust können wir leider auch nichts tun, wenn wir die hochwertigsten Bio-Lebensmittel kaufen. Ist natürlich trotzdem besser und zu empfehlen, aber wirklich frisch sind die Lebensmittel trotzdem nicht. Und gerade das macht Sprossen so wertvoll. Sprossen wachsen sogar noch, wenn wir sie im Mund haben, bis wir sie zerkauen. Mehr Frische geht nicht. Der nächste Punkt ist die Unabhängigkeit, die wir durch eine eigene Sprossenzucht erlangen. Mit einer eigenen Sprossenzucht machst du dich unabhängig von Supermärkten. Du bist weder abhängig von der Verfügbarkeit noch von der Preisgestaltung der Produkte aus dem Supermarkt. Die Keimsaaten kann man nämlich in großen Mengen, in der Regel bis zu 25 Kilo, direkt online bei Getreidemühlen oder auch im Großhandel bestellen. Die meisten Keimsaaten halten sich nämlich problemlos über viele Jahre, wenn man sie kühl, trocken und dunkel lagert. Dann weiß man, man kann sich jederzeit hochwertige Sprossen ziehen, muss nicht jede Woche einkaufen gehen und man kann sich, wenn man sich jetzt mal ein apokalyptisches Weltuntergangsszenario ausmalt, über mehrere Wochen mit bester Nahrung versorgen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie ein beruhigender Gedanke. Der letzte Punkt in diesem Zusammenhang: Du bist unabhängig vom Wetter und von der Jahreszeit, weil du Sprossen jederzeit zu Hause züchten kannst. Selbst mit Wildkräutern sind wir nicht so unabhängig wie mit Sprossen, weil die Verfügbarkeit von Wildkräutern im Winter stark eingeschränkt ist. Sprossen hingegen kann man selbst im tiefsten Winter ziehen, weil ja alles in der warmen Wohnung zu Hause stattfindet. Im Zusammenhang mit den großen Mengen, die ich gerade angesprochen habe, kannst du bares Geld sparen. Sprossen sind sowieso schon sehr günstige Lebensmittel, weil du aus einer kleinen Menge an Saatgut einen riesigen Berg an Sprossen züchten kannst. Ist ja auch logisch, dass Sprossen günstig sind, weil du nur die Samen kaufen musst. Der Keimprozess findet bei dir zu Hause statt. Es stehen also keine Verarbeitungsschritte dahinter, die du mitbezahlen musst. Wenn du dann das Saatgut noch in großen Mengen kaufst, bezahlst du im Endeffekt für eine Sprossenmahlzeit fast gar nichts. Und ich finde, das ist auch ein Faktor, weil es dadurch natürlich für jeden möglich ist, Sprossen zu ziehen und man sogar bares Geld sparen kann. Der eigene Garten bereitet vielen eine große Freude, zu sehen, wie die Blumen im Sommer erblühen und das Gemüse und Obst wächst. Für die, die keinen eigenen Garten haben, ist der eigene kleine Sprossengarten eine tolle Alternative. Mit der eigenen Sprossenzucht kann man die Fensterbank verschönern, kann im Gegensatz zum Gartenanbau täglich das Wachstum der Sprossen beobachten und verbessert nebenbei auch noch das Raumklima zu Hause. Außerdem hat man eine enorme Vielfalt an Samen, aus denen man Sprossen ziehen kann. So kann man jedes Lebensmittel in der Sprossenform noch einmal neu entdecken, weil sich durch den Keimprozess auch der Geschmack verändert. Bereits eine vegane Ernährung leistet einen großen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, denn die Produktion tierischer Lebensmittel ist hochgradig ineffizient und ressourcenverschwendend. Die Tiere müssen schließlich über einen langen Zeitraum mit Nahrung und Wasser versorgt werden. Wenn wir Menschen diese Nahrung direkt zu uns nehmen würden, könnten wir viel mehr Menschen versorgen und wir müssten keine Regenwaldflächen roden, um Getreide für die Massentierhaltung anzubauen. Wer seinen ökologischen Fußabdruck noch weiter verbessern will, setzt bei der Ernährung vermehrt auf Sprossen. Hierbei besteht der Vorteil, dass lediglich die Keimsaaten transportiert werden müssen, da der gesamte Wachstumsprozess bei dir zu Hause stattfindet, während bei Obst und Gemüse aus dem Supermarkt die ausgewachsene Pflanze transportiert werden muss. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Viele nennen als Argument gegen die Sprossenzucht, dass sie dafür keine Zeit haben. Wer sich rohvegan ernährt und viele Sprossen isst, spart aber meiner Meinung nach sogar Zeit, denn die Keimsaaten keimen völlig selbstständig, ohne dass man sich darum kümmern muss. Es reicht vollkommen aus, die Saaten morgens und abends einmal kurz durchzuspülen. Das nimmt vielleicht 5 bis 10 Minuten pro Tag in Anspruch. Die Zeit, die man normalerweise in der Küche zum Kochen verbringt, entfällt komplett. Und man muss sich nicht jeden Tag Gedanken darüber machen, was man essen möchte. Man weiß, die Sprossen sind fertig gekeimt, gibt sie in eine Schüssel und kann sie direkt essen. Wenn man sich Keimsaaten in großen Mengen online bestellt, spart man sich außerdem sogar die Zeit für regelmäßige Einkäufe. Sprossen kann man zu Hause ziehen, ohne besondere Vorkenntnisse oder Erfahrung zu haben. Der grundlegende Ablauf ist nämlich immer gleich.
Man weicht die Keimsaaten für eine bestimmte Stundenzahl ein, dann gießt man das Wasser ab und danach muss man die Samen nur noch täglich durchspülen und nach 2 bis 3 Tagen kann man die meisten Sprossen auch schon essen. Das bekommt also jeder problemlos hin und mit der Zeit bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie lange die meisten Keimsaaten eingeweicht werden müssen und kann sich und muss sich damit dann auch nicht mehr weiter beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte euch damit motivieren, selber mit der Sprossenzucht zu beginnen, wenn ihr nicht sowieso schon regelmäßig Sprossen züchtet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Punkt euch am wichtigsten ist und ob für euch vielleicht sogar ein Argument eine Rolle spielt, das ich gar nicht genannt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal für weitere Gesundheitstipps. Bis zum nächsten Mal, ciao!